Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zu Folge 19 der Reihe über Göttinnen und Götter, Helden, Dämonen und große Magier. Und heute soll es um Zaubersprüche gehen, um Magie, und zwar im germanischen Bereich, überliefert in Texten aus dem germanischen Bereich. Da handelt es sich um zwei Zaubersprüche, die wir heute in den Mittelpunkt stellen wollen. Einmal den zweiten Merseburger Zauberspruch und zum anderen den sogenannten Wurmsegen. Den will ich Ihnen vorstellen und auch interpretieren, was man darüber weiß. Und ich möchte Ihnen eine wunderbare Interpretation vorstellen, die von einem Mittelalterhistoriker Karl Haug gemacht worden ist. Dazu muss ich Ihnen ein paar Bilder zeigen, ein paar Abbildungen zeigen, weil er aus dem Bereich der Dingwelt sogenannte Brakteaten zur Erklärung dieser Zaubersprüche herangezogen hat und die muss ich Ihnen zeigen. Ich habe mich jetzt zu Folgendem entschlossen. Ich werde diese Bilder während dieser kleinen Sitzung schon Ihnen einmal zeigen und werde dann im Anschluss eine zweite Sitzung machen, indem ich nur diese Bilder so gut wie möglich hier auf dem Laptop ins Bild setze, dass Sie sich in Ruhe nochmal im Anschluss anschauen können, weil es ist einfach so spektakulär, was Karl Haug rausbekommen hat, dass ich Ihnen das nicht vorenthalten will. Es geht also um Zaubersprüche und eben auch damit um den Zusammenhang zwischen Worten, gesprochenen Worten und Sein. Die archaischen Kulturen und gerade auch die polytheistischen Welten sind der Überzeugung, dass Worte, die laut ausgesprochen werden, ein Sein in die Welt setzen, dass sie tatsächlich etwas in die Welt hineinbringen, was vorher so noch nicht da gewesen ist und dass sie eine Wirkung erzeugen können in unserer Seinswelt. Dazu dienen unter anderem Zaubersprüche. Und nun haben wir denn zwei sogenannte Merseburger Zaubersprüche, die man gefunden hat in einer Handschrift aus dem 10. Jahrhundert, nämlich in einem Ort, nämlich im Merseburger Domkapitelbibliothek und zusammen mit einem lateinischen Gedicht auf einem ursprünglich leeren Vorsatzblatt vor einem Missale einer Sammelhandschrift. Ein Missal ist ein Formular für ein liturgisches Jahr. Das heißt, man hat diese magischen Zaubersprüche in einem christlichen Zusammenhang in einem Kloster gefunden. Sie waren geschrieben auf Althochdeutsch und wurden 1841 entdeckt. Den zweiten Merseburger Zauberspruch, den will ich Ihnen heute eben vorstellen. Und zum anderen den sogenannten Wurmsegen. Der Wurmsegen gilt als ältester deutscher Zauberspruch, den man gefunden hat, ist so um die Zeit um 900 handschriftlich überliefert in einer altsächsischen Fassung. Zaubersprüche können heilen oder krank machen. Und in unserem Fall handelt es sich um Zaubersprüche, die gesund machen können. Und die haben einen bestimmten Kontext, müssen in einem bestimmten Kontext verstanden werden, der erst deutlich wird, wenn man andere Quellen heranzieht, weil so, wenn man sie allein sieht, allein in den Raum stellt, sind sie halt nicht zuordnenbar und letztlich nicht interpretierbar. Sie sind herausgezogen aus dem mythologischen Zusammenhang, aus dem germanischen Götterglauben und man muss diesen Zusammenhang erst wiederherstellen, um ihre Bedeutung und ihre Funktion zu verstehen. Und dass das geschehen ist, hat man in erster Linie doch Karl Haug zu verdanken,
einem Medievisten, der 1916 in Leipzig geboren wurde und 2007 in Münster starb, ein Historiker, Mittelalterhistoriker. Ab 1959 war er Professor in Münster bis zu seiner Emeritierung 1982. Er ist berühmt geworden durch seine Interpretation von auch sogenannten Praktiaten, die ich Ihnen jetzt auch vorstellen will, nämlich einem interdisziplinären Ansatz. Er hat zur Interpretation von Texten Dinge herangezogen und dadurch einen vollkommen neuen Blick eröffnet auf die Vorstellungswelt der Germanen in der Wikingerzeit, in der Zeit nach der Völkerwanderungszeit. Er hat für die Interpretation des zweiten Merseburger Zauberspruchs und des sogenannten Wurmsegens sogenannte Goldpraktiaten aus der Völkerwanderungszeit herangezogen, die die Archäologen gefunden haben. Und nun hat er den literarischen Text und diese Goldplättchen verbunden. Das waren Plättchen aus Gold, einseitig geprägt. Das nennt man Brakteaten. Und sie wurden als Amulette von den Kriegern getragen. Dünne Metallplättchen aus Gold, einseitig geprägt, genau. Und viele stammten aus dem 5. und 6. Jahrhundert. Ich werde Ihnen später nochmal in einer Interpretation auf diese Goldplättchen eingehen, weil ein Wikingerforscher auch gesagt hat, dass das verstärkte Auftreten dieser Goldplättchen im 5. und 6. Jahrhundert auf eine Klimakrise in dieser Zeit zurückzuführen ist. Es sind also Amulette, Heilsbilder. Und ich zeige Ihnen jetzt schon mal, so wie die so ausgesehen haben. Wie gesagt, ich will in einem zweiten Aufnahme, die sich an diese hier anschließt, Ihnen diese Blättchen nochmal zeigen, damit Sie sie sich genauer anschauen können. Das nochmal hier zum Beispiel. Also, wir haben germanische Krieger auch im römischen Heer gehabt und diese Krieger haben nun im römischen Heer Soldaten gesehen, die Kaiserporträts um den Hals getragen haben und zwar als Amulette. So sind sie in die Kämpfe gezogen und das hat ihnen imponiert. Und zum Beispiel in der Schlacht an der Milvischen Brücke 312 haben sogenannte Cornuti mitgekämpft, also Klientelverbände, Soldtruppen der Germanen. Und die haben im römischen Kriegsdienst eben diese Kaiserporträts als Amulette kennengelernt, die apotropäisch waren, Unheil abwehrten und eben im Kampf helfen sollten. Zum anderen haben sie diese Amulette kennengelernt, wenn die Römer ihnen in den Kämpfen unterlegen sind. Dann gerieten ihnen diese Amulette in die Hände, zum Beispiel 378 bei einem Sieg bei Adrianopel. Nun hat es gerade im 5., 6. Jahrhundert ganz stark eine Prägung von Praktiaten gehabt in Skandinavien und diese Goldplättchen geben nun Mythen der Germanen wieder, die man aber verstehen muss und interpretieren können muss. Und da teilt man diese Praktiaten, also diese Goldplättchen, in insgesamt 5 Typen ein. Typ A, B, C, D, E, M. Und die haben jeweils unterschiedliche Motive. Typ A ist zum Beispiel ein Männerkopf im Profil, was eben an Kaiserporträts auch erinnert. Typ B, das ist das, was ich Ihnen heute vorstellen will. Das sind menschliche Figuren, auch kombiniert mit Tieren. Typ C ist ein Männerkopf über einem Vierbeiner, in der Regel einem Pferd.
Typ D sind einzelne Tiere, auch drachenähnliche Tiere. Und Typ M sind Imitationen tatsächlich römischer Kaisermedaillons. Heute soll also im Mittelpunkt der Typ B stehen. Und dieser Praktiatentyp gibt nun einen Mythos wieder, der sich um Baldurs Tod herumkreist. Und ja, ein wichtiger Mythos, der auch eben in der Prosa-Edda des Snorri Sturluson geschildert wird. In diesem Mythos kommen drei Götter, spielen eine Rolle. Einmal Odin, Wotan, der seit dem dritten nachchristlichen Jahrhundert zum Hauptgott der Germanen geworden ist. Loki und der Sohn von Odin, Baldur. So, jetzt lese ich Ihnen als erstes einmal diesen Wurmsegen vor und dann den zweiten Merseburger Zauberspruch, um diesen Rahmen nun von Text und Praktiaten aufspannen zu können. Also der Wurmsegen, der geht nun folgendermaßen: Gangus nesso mit nünesin chilinon, us von amarge in deoadra, von odenadron in das Fleisk, von ademo Fleiske in das Fell, von ademo Felle in dies Tulli, der Pater Noster. In einer Übersetzung: Geh heraus, Wurm, mit neuen Würmchen, heraus vom Mark in den Knochen, heraus vom Knochen in das Fleisch, heraus vom Fleisch in die Haut, heraus von der Haut in diesen Pfeil. Ein anderer Text, Zauberspruch, der genau das Gleiche beinhaltet, nur ein bisschen andere Vokabeln auch hat, und die möchte ich Ihnen einfach nochmal präsentieren, weil wir die für die Interpretation dann brauchen. Also der gleiche Zauberspruch, nun ein bisschen anders formuliert. Gang ut nesso mit nigo nessin clinon ut fanathema marge ansat ben, fanthema bene ansat flesk, ut fanthema fleske an thia hud, ut van sera hut an Caesar Strahler trochten werte soll. Ja, das ist also der Wurmsegen, der einen Wurm aus einem Körper ziehen soll. Und dann zum anderen der sogenannte zweite Merseburger Zauberspruch, den lese ich Ihnen jetzt auch vor, erst mal im Original und dann in der Übersetzung. Volende Wodan, forun si holza, du fard demo balleres folon, sin furs birenket, tu bigollen sint gund, sunna era swister, tu bigollen fria, folla era swister, tu bigollen wodan, so he vola konda, so se ben renki, so se blur trenki, so se li di renki. Ben zi bena, blurt zi blurda, lit zi gelidden, so se gelimidi da sin. Übersetzung: Fohl und Wotan ritten in den Wald. Da ward dem Fohlen Baldurs sein Fuß verrenkt. Da besprach ihn Sintgund und Sonne, ihre Schwester. Da besprach ihn Fria und Folla, ihre Schwester. Da besprach ihn Wodan, der es wohl konnte, wie die Beinränke, so die Blutränke, so die Gliedränke, Bein zu Bein, Blut zu Blut, Glied zu Glied, als ob sie geleimt seien. Also ein Heilzauber, genau der Baldur gilt und auch seinem Fohlen. Also. Jetzt wird in der Interpretation von Haug werden drei Dinge zusammengebracht. Einmal der Wurmsegen, einmal dieser zweite Merseburger Zauberspruch und zum dritten nun eben diese Goldbrakteaten aus der Völkerwanderungszeit. Zum Wurmsegen. Es ist so, dass der Befall von Würmern eine der häufigsten Krankheiten in
Gesellschaften ist, die bäuerlicher Natur sind, Ackerbau und Viehzucht haben. Parasiten lösen schwere Krankheiten aus, die sehr häufig sind, sehr schmerzhaft sind und auch tödlich enden können. Und diese Parasiten befallen eben Mensch und Tier, unter anderem eben auch Pferde. Und nun hat Haug diesen Wurmsegen zusammengebracht mit einem Wurmbefall von Pferdehufen. Sie müssen sich vorstellen, dass diese germanischen Krieger ja Reiter waren und das wichtigste Transportmittel, abgesehen von Schiffen dann in der Wikingerzeit, sind Pferde gewesen. Und ein Pferd muss gesund sein, wenn man in den Krieg zieht, denn wenn es stolpert und fällt oder erkrankt, dann ist der Krieger aufgeschmissen. Und so ist es ganz wichtig, dass man einen Wurmbefall in einem Pferdehuf heilt. Und nun hat Haug in seinen Abhandlungen unter anderem auch ein Bild so eines Pferdehufs publiziert. Ich zeige Ihnen das mal so. Und in dieser Abbildung sind nun mehrere Teile dieses Pferdehufs abgebildet und benannt. Nämlich eben unter anderem also das Bein, der Knochen, das Fleisch und das sogenannte Strahlpolster, das wir bei so einem Pferdehuf haben. Und dieses Wort Strahler taucht ja nun auch in einer Fassung des Wurmsegens auf, den ich Ihnen eben vorgelesen habe, in der zweiten Fassung. Also, dieser Wurmsegen dient dazu, den Wurmbefall von Pferdehufen zu heilen. Und nun hat Haug das interpretiert im Zusammenhang mit dem zweiten Merseburger Zauberspruch in einer ganz wunderbaren Interpretation. Was ist der Hintergrund? Baldur, der Sohn Odins und Fricks, der Bruder von Hödur und Hermodr, verheiratet war er mit Nanna und hatte mit ihr einen Sohn, Firseti, war der friedlichste, der reinste der germanischen Götter. Er ist eine leuchtende Gestalt von unbeschreiblicher Schönheit, barmherzig und weise, inmitten der Schar von germanisch-kriegerischen Göttern, die sehr brutal sind, einer der nettesten und erfreulichsten Götter, die wir kennen aus diesen germanischen Mythen. Und nun will der Mythos, den auch Snorri Sturluson in seiner Prosa-Edda schildern wird, dass Baldur von seinem baldigen Tod träumt. Und das beunruhigt seine Mutter Frigg. Und Frigg geht nun zu jedem Tier und zu jeder Pflanze in der Welt und fordert von diesem Tier und von dieser Pflanze einen Eid, nichts zu tun, was ihrem Sohn Baldur schaden könnte, was ihn verletzen könnte. Nur einen jungen Mistelzweig hält sie für zu jung, um Schaden anzutun und besucht ihn nicht. Nun gibt es in der germanischen Götterwelt einen Gott, das ist Loki. Das ist eine sogenannte Trickstergestalt, ein wichtiger Gott, der immer Trubel auslöst, immer Chaos auslöst, aber nur durch die Durchbrechung von Tabus und Gesetzen und Verordnungen gelingt es dieser germanischen Götterwelt auch stets etwas Neues hervorzubringen, also eine Veränderung hervorzubringen, die natürlich auch wichtig ist in einer Welt, die ja ständiger Veränderung unterworfen ist. Und dieser Loki wird nun neugierig, warum nix diesen Baldur bei seinen täglichen Kämpfen, die er veranstaltet mit den anderen Göttern, verletzen kann. Und er fragt Frigg und hört eben, dass sie alle Tiere und Pflanzen gewarnt hat, Baldur nichts anzutun, nur den Mistelzweig nicht. Und Loki ist nun ein großer Gestaltwandler vor dem Herrn, verkleidet sich als Frau und fliegt zu diesem jungen Mistelzweig, holt den Zweig und drückt ihn
dem Bruder von Baldur in die Hand, der blind ist, dem Hödur. Und jetzt versammeln sich alle Krieger, alle Götterkrieger, sozusagen jeden Tag versammeln sich die Asen zu einem Wettkampf. Und bei einem dieser Wettkämpfe sagt Loki zu Hödur, schieß doch auch. Der Hödur sagt, ich kann nicht schießen, bin ja blind. Und dann sagt er, ich will sozusagen deine Hand führen. Hödur schießt und tötet seinen Bruder Baldur. Und letztendlich wird dieser Todesschuss das Weltenende der germanischen Götter hervorrufen, das Ragnarök, wie es dann eben auch in den Edda-Liedern beschrieben ist und in der Edda Snorri Sturlasons. Im Anschluss an den Tod Baldurs kommt es zu einem großen Leichenbegängnis. Seine Frau stirbt vor Kummer. Baldur kommt in das Totenreich zu Göttin Hel. Und nun schicken die Götter Boten zu Hel aus und sagen, sie soll doch bitte wieder Baldur freilassen, man will ohne ihn nicht leben. Und Hel sagt, okay, aber nur wenn wirklich alle Dinge, die es gibt in der Welt, ihm nachweinen. Und das tun auch alle Dinge in dieser Welt, bis auf Loki, der sich wieder weigert. Und so steht Baldur nicht auf und letztendlich, Loki wird bestraft und letztendlich führt das dann auch den letzten Kampf der Götter gegen die Giganten, die Riesen, die Midgardschlange und so weiter hervor, das sogenannte Ragnarök, in dem dann die alte Götterwelt untergeht und eine neue Welt entstehen wird, in der seltsamerweise Baldur wieder da sein wird. Baldur ist also religionswissenschaftlich gesehen ein sterbender Lichtsohn, ein Sohn Lichtfrieden, der durch böse Mächte, durch einen Trickstergott in die Bredouille gebracht wird. Das ist der Mythos. Und Hauk hat nun diesen Mythos, den man aus anderen Textsammlungen kennt, mit dem zweiten Merseburger Zauberspruch zusammengebracht und mit den sogenannten Brakteaten. Also, wenn wir uns diesen Zauberspruch nochmal angucken, dann handelt es davon, dass zwei Götter, nämlich Fohl und Wotan, in den Wald reiten. Fohl weiß man nicht genau, das ist ein mutmaßlich südgermanischer Gott, über den nicht viel bekannt ist. Und sie reiten in den Wald und sie sehen, wie Baldurs Fohlen fällt. Und wenn Baldurs Fohlen fällt, das Fohlen, das Pferd, das eng verbunden ist mit seinem Reiter, dann besteht eine große Gefahr eben auch für den Reiter, Baldur. Und nun werden die Götter aktiv, Sindgund und Sunna, die Schwestern, über die auch nicht viel bekannt ist, Sunna, eine Personifikation der Sonne, Freya und Volla, Freya, eine Warnengöttin, eine Liebesgöttin und Volla, eine Fruchtbarkeitsgöttin. Übrigens auch ein anderer Name für Frigg, also für die Gemahlin Odins. Und schließlich Wotan selbst wird aktiv, um das Fohlen zu heilen, damit es nicht stürzt und damit eben auch Baldur vor seinem baldigen Tod zu retten. Und er spricht einen Zauberspruch, der nun eben den Text prägt. Der zweite Merseburger Zauberspruch ist geprägt durch zwei Langzeilen, die Stabreimen, und dann durch Zauberhandlungen, die einen Spruch dreimal beschwörend wiederholen. Und dann auch eben in der Beschwörung durch Wotan, Bein, Blut und Glieder, Gleichklang, das ist der Zauberton. Und wenn man etwas dreimal besingt, dann hat es eben auch eine dreifache Heilswirkung. Der Zauberspruch hat also die Funktion, den Tod Baldurs zu verzögern. Irgendwann kommt er und er wird verursacht durch den Sturz seines Pferdes, könnte er verursacht werden. Er wird dann tatsächlich verursacht, ja, durch das Geschehen um Hödur und Loki herum.
Aber dieser Zauberspruch soll nun eben diesen frühzeitigen Tod doch etwas hinauszögern und den Tod von Balder noch einmal abwenden. Wenden wir uns dem Gott Odin zu. Odin ist für die Religionswissenschaftler der Typ blasender Windgott. Sein Atem reinigt und heilt, flößt Leben ein, und das Wort Inspiration verweist noch auf dieses Leben einflößende Moment des Atems. Und so gibt es in bestimmten Praktiatentypen auch wohl Abbildungen von Wotan, der eben auch in das Ohr eines Pferdes einen sozusagen Atem bläst oder einen Zauberspruch bläst, um dadurch Heil zu erwirken. Der Atemstrom, der auch in manchen Abbildungen als Schlänglein abgebildet wird, den finden wir auch auf den Praktiaten. Und in so einem Zauberspruch, den nun ein Heilgott leisten kann, schafft es tatsächlich der Zaubernde, eine Heilung zu erwirken. Und das kommt durch den Atem. Wenn man, wie ich, eine Mutter ist und dann auch immer wieder Stürze der Kinder erlebt und dann muss man, dann weinen die Kinder, dann hat man, ich habe das auch noch gemacht bei meinem Sohn, auch immer wieder ein kleines Sprüchlein gesprochen. Und das ging eben so, eine Wunde am Knie meines Sohnes, und dann habe ich eben gesagt, heile, heile, Segen, 3 Tage Regen, 3 Tage Sonnenschein. Und dann habe ich sozusagen den Schmerz weggeblasen und mein Sohn war wieder etwas frohgemuter. Und letztendlich macht das Wotan als der heilende Gott, als der blasende Windgott nicht anders. Er ist auch ein großer Tierarzt. Und genau dieses Geschehen, diesen Mythos finden wir nun eben auf den B-Praktiaten abgebildet. Ich habe Ihnen schon mal eine Abbildung gezeigt. Ich werde es, wie gesagt, in der zweiten kleinen Folge Ihnen noch einfach nur mal gut vor die Kameralinse halten. Ich zeige jetzt Ihnen noch einmal so eine Abbildung und erkläre sie Ihnen, wie da nun dieser Mythos von dem sterbenden Gott Baldur, von Loki und Odin abgebildet ist. Genau. Das erklärt zu haben, das ist wirklich nun das Verdienst von Karl Haug. Sie sehen in der Mitte, ja, in der Mitte dieses Goldplättchens eine Figur. Und das ist nun der Gott Baldur. Und von ihm aus gesehen, von Baldur in der Mitte aus gesehen, auf der linken Seite ist Wotan abgebildet und auf der rechten Seite Loki. Und Haug hat nun die einzelnen Momente dieses Goldplättchens entschlüsselt. In der Mitte Baldur, von ihm aus gesehen rechten Seite Loki. Und Loki trägt nun ein Röckchen, weil er ja als Trickstergott verkleidet als Frau zu den Mistelzweig und zur Frick geflogen ist. Er hat auch einen Flügel hinter sich und sie gefragt hat, warum Baldur nicht verletzt werden kann. Dann in der Mitte sieht man Baldur und mitten in seiner Brust einen Mistelzweig stecken, der seinen Tod verursacht. Und man sieht, dass seine Füße, seine Beine und Füße seltsam überkreuzt sind, also verrenkt sind.
weil er gestürzt ist. Und auf seiner von ihm aus gesehen, also ich sag, linken Seite, Wotan, erkennbar an der Lanze, der nun über sich, ganz am Rande, wird man das sehen, ich zeige Ihnen noch andere Abbildungen, ein Vogelfuß ist deutlich zu sehen, denn Wotan wird ja begleitet von zwei Raben, Hugin und Munin, die ihm die Ereignisse in der Welt immer zutragen. Wir haben also auf diesem Goldblättchen den ganzen Mythos von Baldur, Loki und Odin, seinem Vater, abgebildet und noch einzelne Zusätze, wenn man sich das ansieht, was unterhalb von Baldur sich dann da so herum wie rechteckig, im rechteckigen Winkel formt, das ist eben wohl ein Wurmbefall. Wir haben also alle Elemente, die wir auch eben in diesem Wurmsägen und in diesem zweiten Merseburger Zauberspruch antreffen. Und das ist das eine. Und das zweite, was ich so interessant finde, ist, dass Haug noch in seiner Interpretation ein kleines Stückchen weitergeht. Er sagt, es ist doch interessant, dass dieser Typ von Brakteat, der ja einen Vater und einen sterbenden Sohn und einen Vogel zusammenbringt, genau in einer Zeit geschieht, in der die Germanen mit dem Christentum in Verbindung kommen. Und er spricht von einer sogenannten reziproken Ausgestaltung. Also nach dem Motto, die Germanen hören von einem sterbenden Sohn und seinem Vatergott und einem Heiligen Geist und gestalten nun in ihrer eigenen Mythologie einen Mythos aus, der so ein bisschen in diese Richtung deutet. Interessant ist aber auch, dass bei den Germanen der Loki noch mit abgebildet ist. Also der eigentlich das Unglück, das Böse in die Welt bringt, wird nicht aus dem Heilsgeschehen verbannt, wie es dann im Christentum der Fall ist, als das absolut Böse, das eben dann auch im christlichen Vorstellung ein Nichts ist. Brakteaten sind also sogenannte magische Telegramme, die in einer Zeit, in der das Christentum in den germanischen Bereich eintritt, geprägt werden und die nun einen Mythenkreis konzentrieren um Motive, die wir parallel im Christentum in gewisser Hinsicht auch finden. Und das macht diese Interpretation von Karl Haug, wie ich finde, so außergewöhnlich spannend, weil es ihm nun geglückt ist, Texte, Zaubersprüche, die wir hören können, in Verbindung zu bringen mit Dingen, die Archäologen gefunden haben, und das in einer wunderbaren Interpretation noch auch historisch zu interpretieren, das ist wirklich eine ganz außergewöhnliche Leistung und hat ihn dann eben auch unter den Mittelalterhistorikern berühmt gemacht.